Könnten Sie bitte uns kurz erzählen, was die Schwerpunkte Ihres Keynote-Vortrags waren heute? Ja, im Grunde habe ich versucht, die gemeinsame Sicht von IT und Fachseite zu skizzieren. Wir hatten als erstes in der DIZ und in der WGZ nach der Fusion ein ganz wichtiges Migrationsprojekt zu verantworten. Und das kann die IT nicht alleine, das geht immer nur gemeinsam. Und auch aus den Lehren, die wir daraus gezogen haben, sind wir dabei, dass wir, ein ganz wesentlicher Aspekt, versuchen, Fachseite und IT-Seite noch viel enger zusammenzubringen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Die Rolle der IT heutzutage, das hat sich deutlich weiterentwickelt, ist nicht mehr die eines reinen Dienstleisters, der auf Anforderungen zu reagieren hat, sondern IT und Fachseite früher zusammenzubringen, in ganz frühen Projektphasen, in einen partnerschaftlichen, sachorientierten Dialog. Das ist im Grunde die Kernaufgabe, die ich heute versucht habe, auch an verschiedenen Stellen, an verschiedenen Beispielen zu transportieren. Und da werden wir weiterarbeiten müssen, denn nur so werden wir flotter und nur so werden wir effizienter. Welche Entwicklungen Ihres IT-Bereiches unterstützen die DZ Bank auf dem Weg zur digitalen Bank? Ja, welche Entwicklungen bringen uns nach vorne in Richtung Digitalisierung? Das ist immer eine gute Frage. Im Grunde alle. Die IT hat Digitalisierung zu verantworten, das ist ihr Kerngeschäft immer schon gewesen. Ihre Frage zielt natürlich auf digitale Prozesse Richtung Kunden hin. Wir haben als erstes in der jüngeren Vergangenheit eine neue Einheit aufgebaut, wir nennen das Design Authority, in der wir sehr früh eine Umgebung schaffen, um die Fach- und die IT-Seite zusammenzubringen. Das ist deutlich früher als in der Vergangenheit, dadurch versprechen wir uns auch Vorteile unter der Überschrift Agilität meinetwegen. Anderer Punkt, ganz andere Richtung, aber auch spezialisiert ist, wir haben ein Data Science Lab aufgebaut, wo wir IT-Spezialisten und Data Scientists, sehr gefragte Leute derzeit, zusammengebracht haben, um an Analytics, an Business Analytics noch viel stärker zu arbeiten als in der Vergangenheit. Hier, wir sitzen ja als Bankengruppe im Grunde auf einem großen Schatz, auf einem großen Datenschatz und da müssen wir ran. Wie würden Sie Ihre Erfahrungen auf diesem Weg bisher beschreiben? Meine Erfahrung auf dem Weg dorthin. Wenn ich sagen würde, der Weg ist mühselig, ist es vielleicht übertrieben. Aber ich bin als IT-Vorstand viel stärker, vielleicht als das früher bei Kollegen der Fall gewesen sein mag, nicht derjenige, der sich mit Technologie auseinandersetzt, sondern die Managementfunktion im Sinne von, ich bringe die richtigen Leute zusammen und ich schaffe den Leuten einen Freiraum, in dem sie Dinge entwickeln und auch in die Umsetzung bringen können. Das ist die Hauptaufgabe und da ist man nie fertig. Was sind die größten Herausforderungen dabei auf diesem Weg? Die größte Herausforderung ist immer zu überzeugen. Wir haben es regelmäßig damit zu tun, dass dann auch Leute sagen, da muss doch einer am Drücker sein, da muss doch einer bestimmen. So geht das heute nicht mehr, sondern es geht immer nur in einem partnerschaftlichen Austausch. Die Techniker auf der einen Seite, die sagen, was geht, was kann ich leisten. Die Fachseite auf der anderen Seite, die sagt, was brauche ich. Und wenn das in einem vernünftigen Umfeld passiert, wo keiner sagt, ich bin derjenige, der es allein entscheiden kann, dann kommen wir auch sehr schnell voran. Wir haben gute Leute, wir haben viele gute Experten und die bringen auch sehr, sehr viel auf die Straße. Bin ich froh darüber.